Ich möchte gleich beginnen. Entrückung, was dann? So lautet das Thema jetzt heute Nachmittag. Was meinen Sie? Da könnte man jetzt, was könnte man darüber reden, sagen? Nach der Entrückung, was passiert dann auf dieser Erde? Dann geht's aber los. Apokalypse, große Trübsal. Nein, das ist das Thema nicht. Es kam in unserem Text vor, der gelesen worden ist, nach der Entrückung, das nächste Ereignis nach der Entrückung, was ist das? Für Gemeinde. Das Preisgericht. Wir nennen es so, Preisgericht. Ich lese den letzten Vers nochmal vor, 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle, und da spricht er von Gemeinde, vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Das ist also eine Tatsache. Zuerst einmal wollen wir versuchen, die Frage zu behandeln oder uns damit zu befassen. Was ist die Bedeutung dieses Richterstuhls? Es steht ja eigentlich gar nicht da, Preisrichterstuhl. Eigentlich steht da Richterstuhl, der Richterstuhl des Christus. Aber das hebräische Wort, oder nee, Entschuldigung, das griechische Wort Bema, das bedeutet so viel wie eine erhöhte Preisrichterbühne. Wie sie zum Beispiel gebraucht wurde, wenn sportliche Wettkämpfe stattfanden. Dann bekamen die Teilnehmer, die bekamen etwas und die Sieger natürlich dann umso mehr. Und dieses Preisgericht, da wurden die Preise gegeben, da wurde der Lohn gegeben für die Anstrengungen, die diese Sportler auf sich genommen hat. Und dieses griechische Wort hat man dann eben genommen und dann eben so interpretiert, dass man sagen kann, okay, dieser Richterstuhl Christi, das wird dann auch klar aus den ganzen Zusammenhängen im Neuen Testament, das ist ein Preisgericht, wo es um Preise geht, wo es um Lohn geht. Und vielleicht schreibt der Apostel Paulus deshalb auch in diesem Sinne, ganz in diesem Sinne, in 2. Timotheus 4, 7, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Also er nimmt auch hier etwas, das tut er ja öfter, aus dem Sport. Ja? Und dann sagt er, am Schluss sagt er, hinfort ist mir bereitgelegt die Krone der Gerechtigkeit. Aber nicht mir allein, sondern allen, die die Erscheinung Jesu lieb haben. Also er sagt, ich kämpfe einen Glaubenskampf. Ich laufe hier mein Leben des Glaubens im Blick auf Jesus Christus als mein großes Ziel und das wird mal belohnt. Ist nichts umsonst, was wir tun. Bei diesem Preisgericht also geht es darum, ganz einfach, wie sind wir in unserem christlichen Leben gelaufen? Wie haben wir gekämpft? Waren wir fair oder haben wir gefault? Gibt's ja, nicht wahr, im Sport. Haben wir trainiert? Der Apostel Paulus sagt einmal, übe dich in der Gottseligkeit. Das Training. Sind wir diszipliniert gewesen? Haben wir diszipliniert gelebt? Ich meine, ein Sportler, der undiszipliniert lebt, der wird bald im Kampf und in seiner Leistung nachlassen und dann eben nach hinten fallen. Ne? Ist doch so. Haben wir die Ordnungen, die Regeln beachtet in unserem christlichen Leben? Haben wir auf den Bund gebaut, auf den Grund gebaut, Entschuldigung, der Jesus Christus alleine ist.
Und dementsprechend wird eines Tages die Gemeinde vor Jesus Christus stehen und dann auch jeder für sich allein. Und jeder wird für sich allein beurteilt. Und er kriegt dann dementsprechend den Lohn, die Siegesprämie. Auch dafür, dass er überhaupt sich hat rufen lassen in den Glauben. Diese Gericht, dieser Richterstuhl Christi, Bema, nennt man deshalb eine Preisrichterbühne. Warum? Weil es da nur um die Gemeinde Jesu geht, die vor dem Herrn steht. Und ich kann das mal zeigen. Und weil es da nicht darum geht, verloren zu gehen. Das steht gar nicht zur Debatte. Das kommt überhaupt nicht vor. Dass Jesus da sagen könnte, du bist aber nicht gut gelaufen, ich sag jetzt mal, du kommst in die Hölle jetzt doch noch, du bist doch noch verloren, wie du dich benommen hast. Nein, bei diesem Preisgericht, diesem Bema, geht es nicht darum, wieder verloren zu gehen. Es geht auch nicht um Sündenvergebung, weil das ist geregelt, ein für alle Mal, als du dich bekehrt hast zu Jesus Christus, sind dir deine Sünden vergeben worden. Das hat ewige Gültigkeit. Darum sagt der Herr Jesus ja schon im Johannesevangelium, wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet. Ja? Wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet. Oder Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 8, Vers 1, so ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ja, also das ist ganz wichtig bei dem Preisgericht nach der Entrückung, unmittelbar nach der Entrückung, geht es nicht um Verdammnis. Aber, Sie sehen, es geht um Lohn, es geht um Beurteilung, es geht um Treue. Habe ich den Glauben gehalten? Habe ich überwunden? Hatte ich das Ziel vor Augen? War zum Beispiel auch die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mir ein großes Ziel, dem ich nachgestrebt bin? Habe ich mich bewährt? Alles Verborgene wird ans Licht gebracht. Die Motivation des Herzens wird aufgezeigt. Da haben wir vielleicht manches, der Herr ist ja absolut gerecht, da haben wir vielleicht manches nicht so gut gemacht, aber die Motivation war gut. Und das wird mitbeurteilt. Du hast das, was du gemacht hast, nach dem Stand deiner Erkenntnis von ganzem Herzen getan, vielleicht verkehrt. Es gibt diesbezüglich viele Ermahnungen im Neuen Testament. Das sogenannte Preisgericht ist deshalb aber auch kein Zorngericht, ja, für Gemeinde Jesu. Also wir müssen keine Angst haben vor unserem himmlischen Vater. Wir müssen keine Angst haben. Das ist, wenn man jetzt wirklich einen liebenden Vater hat, der Jesus liebt und der sein Kind mal vielleicht in sein Zimmer ruft oder ins Wohnzimmer und sich mit ihm auf die Couch setzt und sagt, du hör mal, du Norbert, das hast du aber nicht so gut gemacht, das müssen wir jetzt mal regeln. Ja, das ist mehr so dieses Zurechtbringen, dieses Beurteilen. Du kriegst keine Schläge. Ist kein Zorngericht, dass Gott jetzt seinen Zorn an dir auslassen würde. Ja, es geht bei diesem Preisgericht um Ehrfurcht, nicht um Angst. Das sind zwei verschiedene Dinge. Es geht allerdings um einen eventuellen Verlust von Belohnung. Aber es geht nicht um Verdammnis. Es geht um die Möglichkeit, dass die Werke oder einige Werke verbrennen. Aber es geht nicht darum, dass du in die Hölle kämst und brennen würdest. Darum geht es nicht.
Aber es muss alles geregelt werden. Es geht nicht um die Frage des Heils, das ist geklärt. Aber es geht um die Frage der Heiligung, der praktischen Heiligung. Und hier müssen wir uns alle an die Brust schlagen. Ne? Das ist keiner, der jetzt sagen könnte, ich habe es geschafft. Nun, das ist die Bedeutung, würde ich jetzt sagen, von meiner Erkenntnis der Schrift her, des Richterstuhls. Dann gibt es auch einen Sinn des Gerichtes. Ich habe es eigentlich schon angetönt. Das Preisgericht entscheidet über den Lohn. Das wird immer betont. Das ist interessant. Es wird meistens betont eben der Lohn oder die Herrlichkeit. Nicht die letzte Ecke irgendwo im Himmel, vielleicht noch so ein bisschen schattig oder so. Es geht aber auch um verschiedene, ja, wie beim Wettlauf, nicht? Um verschiedene Plätze. Ersten Rang, zweiten Rang, dritten Rang. Es geht um verschiedene, wahrscheinlich geht es um verschiedene Herrlichkeiten oder sogar Hierarchien. Es geht um verschiedene Verantwortungen und Aufgaben in der Ewigkeit, um mehr oder weniger Gewinn. Ja? 1. Korinther 3,8. Da steht, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Aber sehen Sie, das ist eben Preisgericht. Jeder wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Oder wie es die neue evangelistische Übersetzung sagt, wie es seinem persönlichen Einsatz entspricht. Das ist einfach klar, heiliges und unheiliges Leben wird seinen Lohn haben. Paulus schreibt das, Petrus schreibt das, man kann fleischlich gesinnt sein, man kann auch geistlich gesinnt sein. Und dementsprechend werden wir beurteilt und empfangen. Ich denke, dass Paulus das antönt im 1. Korintherbrief Kapitel 15, da haben wir ja heute Morgen schon wunderbar Einblick bekommen. Und da heißt es ja auch in Bezug der Auferstehung, 1. Korinther 15, 41, 42, eine andere die Herrlichkeit der Sonne und eine andere die Herrlichkeit des Mondes und eine andere die Herrlichkeit der Sterne, denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Herrlichkeit. Aber immer auch hier, ja? Herrlichkeit. Achtung, ja? Nicht schwarzes Loch. Ne? Es unterscheidet sich Stern von Stern, ja, an Herrlichkeit. An Herrlichkeit. So ist die Auferstehung der Toten. Und natürlich dann der Entrückten, nachdem wir bei dem Herrn dann offenbar werden. Heute Morgen, der Nathanael hat das eben auch gelesen und sehr betont, aus 1. Korinther 15, 58. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, seid unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn. Überreich in dem Werk des Herrn. Da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Die Tränen, die du weinst, den Kampf, den du auskämpfst, das Leid, das du erträgst, den Einsatz, du musst dich jetzt nicht kaputt machen und in Stress kommen, aber es wird alles beurteilt. Was zu seiner Herrlichkeit getan wird, wird auch belohnt. Zum Beispiel, ich sagte es ja schon, es geht um den Lohn auch der Treue eines Kindes Gottes. Kolosser 3, 24, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Jesus Christus. Das gilt auch solchen Kontext, die verfolgt wurden. Treue. Treue zum Beispiel in irdischen Bereichen. Auf dem Arbeitsplatz vielleicht, wo du unter nicht günstigen Umständen versuchst, Zeugnis zu geben, du wirst vielleicht nicht geachtet,
in deiner Familie vielleicht oder in der Gemeinde oder im Bekenntnis oder in deinen Gaben, die du einsetzt für den Herrn. Oder, und das beurteilt man oft nicht oder man vergisst es vielleicht, sagen wir mal so, das Erdulden bzw. das Ertragen von Leid spielt eine ganz große Rolle bei Gott. Wir haben liebe Geschwister in unserer Gemeinde, die unheimlich leiden. Die unheimlich leiden. Und die verleugnen das nicht. Die stellen Gott nicht in Frage. Dieser böse Gott. Warum ausgerechnet ich? Hätte auch nicht sein müssen. Anders kann ich doch viel besser dienen. Nein, sie sagen, das hat Gott zugelassen. Das trage ich, das ertrage ich. Damit hat er ein Ziel. Für irgendetwas, was dient es, für mich, vielleicht auch für andere. Ich weiß es nicht. Aber ich vertraue Gott. Das ist natürlich für die Engelwelt. Können Sie sich vorstellen, ja? Die Engelwelt, die das mitkriegt, die wird das sagen, der oder die, die haben ja noch nie Gott gesehen. Und die glauben an Jesus. Und jetzt gehen sie durch so eine Höllenqualen und dann glauben die immer noch. Das kann die Engelwelt kaum verstehen. Darüber loben und preisen die Gott. Und er sagt, der 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, und auch den, das können wir jetzt nicht machen, aber im Kontext geht es da um Leid. Um Leid. Da heißt es, wenn wir erdulden, jetzt hören Sie mal, was da kommt, werden wir auch mitherrschen. Mitherrschen. Oder ich zitiere Römer, Kapitel 8, Vers 17, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Also ich möchte nicht, doch ich möchte es wissen. Ich möchte es wissen. So eine Floskel, ja. Wie Geschwister, die gelitten haben, ob die verfolgt worden sind, vielleicht in Korea oder so, oder in islamischen Ländern, oder wie wir heute hörten, in Sri Lanka und so weiter. Oder Menschen, die, junge Menschen, die vielleicht sehr, sehr krank sind und leiden, auch ältere Menschen, die durch Qualen gehen, durch Nöte gehen oder in der Familie und das wirklich erdulden und tragen und dem Herrn weiter vertrauen, ich glaube, die werden ganz besonders einmal verherrlicht. Das sehen wir schon angedeutet bei Hiob, ne? Wie der nachher das Doppelte kriegt oder das Dreifache, ich weiß nicht, Doppelte glaube ich, ja? Doppelt. Die Gemeinde zielt auf eine ewige Herrschaftsmission zu. So der Herr will und wir leben, würde ich da gerne morgen früh drüber reden, über die Frage, das ist ja dann Entrückung, wie weiter? Was passiert eigentlich, wenn wir nachher im Himmel sind? Haben Sie sich mal darüber Gedanken gemacht? Sitzen wir dann, schönes, langes, weißes Kleid, so auf der Wolke mit... Singen von Ewigkeit zu Ewigkeit, Halleluja. Oder was ist da los? Gibt es da was? Es wartet da auf uns, haben wir da auf? Darüber habe ich mir Gedanken gemacht und ich würde gerne versuchen, morgen früh mal darüber zu reden. Was nach der Entrückung dann passiert, beziehungsweise nach dem Preisgericht, ja? Nach dem Preisgericht, wie es dann weitergeht. Die Gemeinde hat eine ewige Herrschaftsmission, einen höheren Dienst in einem himmlischen Reich. Gemeindeglieder sind Throngenossen, Mitregierende. Sie werden überall da sein, wo das Haupt ist, der König, Jesus Christus. Und ich würde sagen, hierfür lohnt sich zu überwinden, sich hinzugeben und in Heiligung zu leben. Fällt uns nicht immer leicht. Wiedergeborene, die nicht nach Veränderung strebten, die vielleicht ein fleischliches Leben gelebt haben oder Holzheustoppeln auf den Grund Jesu gebaut haben, statt Gold, Silber, edle Steine. Ja, wir kennen ja dieses bekannte Kapitel, 1. Korinther Kapitel 3. Ja, die werden dann dementsprechend auch belohnt oder eben dann weniger lohnen.
Sie selber aber gehen nicht verloren. Es steht eindeutig da, sie sind gerettet. Aber das möchte ich auch noch sagen zu diesem Punkt, weil das ist ganz, ganz wichtig. Darum lohnt sich die Hingabe, auch wenn wir dabei schwach sind. Es geht nicht, im christlichen Leben geht es nicht um Perfektion. Es geht nicht darum, dass du jetzt der Beste bist und der Fleißigste und der beste Beter und der am längsten in der Bibel liest und der die tiefste Erkenntnis hat. Darum geht es gar nicht. Es geht eigentlich um das Wollen. Das Wollen, die Motivation. Ich habe da eine ganz schöne Geschichte gefunden. Darf ich Ihnen die vorlesen? In einem anderen Land ging es um einen Wettlauf, an dem alle Kinder, egal welchen Alters, teilnehmen konnten. Nach dem Startschuss setzten sich alle in Bewegung. Nach einer Zeit fallen einige zurück, andere gaben sogar auf. Unter denen, die verbissen weiterlaufen, ist ein kleiner Junge. Obwohl er weit zurückgefallen ist, gibt er nicht auf. Er hat zwar keine Chance mehr, unter den Ersten zu kommen, aber er hat den Lauf begonnen und will ihn unter allen Umständen beenden. Immer mehr Zuschauer werden auf den Kleinen aufmerksam. Sie beobachten, wie er kämpft, wie er nach Luft ringt und alle Kräfte zusammenreißt. Er fällt ein paar Mal, steht aber wieder auf. Einige feuern ihn an, andere spotten und lachen und wollen ihn dazu bewegen, aufzugeben. Doch der Junge lässt sich nicht beirren. Er hat ein Ziel vor Augen und will dieses erreichen. Die Sieger stehen schon lange fest, als endlich auch der Junge als letztes die Ziellinie überquert. Es bricht ein begeisterter Beifall los. Und die Kampfrichter verleihen vor allen Zuschauern und anderen Athleten auch ihm einen Preis. Ich glaube, das macht Gott am Preisrichterstuhl. Ich will. Ich bin schon so oft gefallen, aber ich will. Ich habe schon so oft versagt. Ich wollte es schon so oft besser machen. Und dann ging es mal 3 Tage und dann bin ich wieder ins Fettnäpfchen. Ne? Kennt ihr das, Schweiz? Fettnäpfchen? Oh, ja. Und dann, ja, was ist denn dann, wenn jetzt das Preisgericht vorbei ist? Ja, die einen mehr Lohn, die anderen weniger, größere Herrlichkeit, weniger Herrlichkeit. Wie ist das denn eigentlich? Ist das denn in der Ewigkeit dann? Kann man sich ja Gedanken drüber machen. Ja, hätte ich doch jetzt von Ewigkeit zu Ewigkeit, hätte ich mich doch mehr angestrengt, hätte ich doch mehr trainiert und hätte ich doch, das wäre ja die Hölle im Himmel, oder? Hätte ich einen anderen Platz? Ne, warum hat der so einen oder die so einen guten Platz und ich kann jetzt hier die Stuben wischen oder so? Ja, ja. Ich sage es extra mal ein bisschen bildlich. Ja? Nein, das wird nicht so sein. Das Preisgericht ist ein Gericht, wo wir dann dargestellt werden, wo wir beurteilt werden und dementsprechend auch Lohn empfangen. Aber dann ist alles ohne Flecken und ohne Runzel. Und dann ist die Gemeinde das, wozu sie eigentlich von Ewigkeit her in Christus berufen ist. Und dafür gibt es auch ein schönes Zeugnis. Es wird dann nämlich muss man nicht denken, dass es dann noch Neid gäbe oder Missgunst danach. Ja? In dem Buch von Charles Ryrie, ich denke, das ist das mit den biblischen Grundlagen, Freddy, ich weiß nicht genau, ich glaube, da drin ist das. Da steht Folgendes, ich zitiere, ja. Den Richterstuhl Christi können wir mit einer Schulabschlussfeier vergleichen. Viele nehmen ihr Schulzeugnis mit Enttäuschung und Zähneknirschen entgegen, weil sie nicht besser abgeschnitten und mehr gelernt haben. Die überwiegende Empfindung bei einer Abschlussfeier ist aber Freude, nicht Zähneknirschen. Die Absolventen verlassen die Feier nicht mit Tränen in den Augen, weil sie keine besseren Noten haben. Sie sind dankbar, weil sie bestanden und etwas erreicht haben. Er schreibt, wer den traurigen Aspekt des Richterstuhles Christi übertreibt, der macht den Himmel zur Hölle. Wer den traurigen Aspekt vernachlässigt
unterschätzt die Bedeutung der Treue. Also das glaube ich auch, dass es dann in der Ewigkeit ist ja sowieso alles anders. Es wird dann nicht so sein, dass wir dann, wie gesagt, neidisch sind und missgünstig oder uns da von Ewigkeit zu Ewigkeit ärgern oder so. Es wird alles geregelt. Der dritte und letzte Punkt auch schon, das ist mir auch sehr aufs Herz gefallen, als ich mich vorbereitete, das Selbstgericht. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht ein Bild dafür, ne? Mit Hendrik ausgesucht. Das Selbstgericht. Sie sehen diesen Zöllner, Jesus im Gleichnis, ja? Im Gegensatz zu dem Pharisäer. Der Pharisäer, oh, ich bin ja gut, ich gebe den Zehnten und so. Und der Zöllner schlägt sich an seine eigene Brust und sagt nur, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und der ging gerecht weg. Das Preisgericht ist auch eine Art Zurechtbringung, eine Korrektur. Es heißt ja, ich habe es auch, glaube ich, mal was am Freitag erwähnt, der, der ein gutes Werk in uns angefangen hat, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Also ich glaube, dass dann eben an dem Tag Jesu Christi, Entrückung, Preisgericht, da wird dann alles wirklich vollendet. Wird alles vollendet. Und an diesem Gericht werden auch unsere Gedanken und so weiter, wie wir miteinander umgegangen sind, das wird alles beurteilt. Und darum wird auch, glaube ich, das Selbstgericht beurteilt. Wir richten ja immer so schnell die anderen. Ich halte mich da jetzt extra ein bisschen auf, weil mich das beschäftigt. Der Paulus sagt einmal im 1. Korinther 11, Vers 31, denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Mal nicht auf den anderen schauen. Wenn wir uns selbst richten würden, dann würden wir nicht gerichtet werden. Auch das ist ein Aspekt, sicher vor dem Preisgericht. Da werden nämlich auch, wir sind ja Gemeinde, wir sind ja Familie, wir sind ja Glieder eines Leibes. Nathanael hat das heute Morgen auch sehr gut gesagt. Ja? Es war ja auch ein Geheimnis im Alten Testament, in der Weise nicht offenbart. Wir gehören zusammen, versteht ihr das? Wir gehören zusammen. Und da werden die Verhältnisse geklärt. Auch da werden die Motive beleuchtet. Ungeklärtes wird klar gemacht, Diskrepanzen unter Geschwistern, Streitereien. Ich gebe Ihnen einen guten Rat, bringen Sie das lieber jetzt schon in Ordnung. Streitereien, die nicht bereinigt wurden, die werden geklärt. Uneinigkeiten, Lieblosigkeiten oder Ausgrenzungen, das kommt alles zur Sprache, denke ich. Darum sagt Paulus einmal, im 1. Korinther 4, Vers 4, der mich aber beurteilt, ist der Herr. So urteilt nicht irgendetwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Überlegungen, das heißt die Gedanken des Herzens, die geheimsten Motive offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Hier auch wieder, ja? Lob. Lob, Lohn, Herrlichkeit. Vielleicht mehr und weniger, aber immerhin noch Herrlichkeit, Lob und Lohn. Auch den wir verurteilen oder die wir verurteilen, die werden von Gott ihren Lohn oder ihr Lob erhalten. Und da gibt es ja einige Bibelverse, vor allen Dingen im Römerbrief Kapitel 14, da sagt Paulus, ist komisch, wir achten auf so viele Bibelverse, ja, in der Gemeinde Jesu, aber sowas, das wird immer so ein bisschen unterschlagen, habe ich den Eindruck. Römer 14, 4, wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht und fällt seinem eigenen Herrn. Das wird er mal beurteilen, nicht du, nicht ich. Ich habe ja auch diesen Hang. Ja, wenn einer, was weiß ich, ist mir nicht so sympathisch vielleicht oder sieht etwas anderes oder so und schon fängt man an und ist innerlich am Rebellieren und ja.
Römer 14, 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. So ist es interessant, ne? Richterstuhl Christi, Richterstuhl Gottes. Bema und Theos. Das ist, glaube ich, auch ein Bild für die Einheit, ja? Denn Jesus Christus und Gott der Vater sitzen ja auf dem einen wahren Thron. Der Sohn zur Rechten des Vaters. Römer 14, 12. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Sehen Sie? Jeder für sich selbst. Da steht nicht der andere. Siehst du, habe ich dir doch immer gesagt, du hast auf den Kett gelegen oder so. Jeder für sich selbst. Römer 14, 13. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern richtet vielmehr dies, dem Bruder kein Anstoß zu sein. Das spricht doch für sich, oder nicht? Ist doch so deutlich. Wie geht das in Familien? Wie geht das in Gemeinden? John MacArthur hat gesagt, hier, erst wenn mich die eigene Sündhaftigkeit mehr beschäftigt als die der anderen, bin ich in der Heiligung ein großes Stück vorwärts gekommen. Gut ausgedrückt, finde ich. Gott wendet ganz andere Kriterien an als wir Menschen. Es könnte durchaus sein, dass die einmal gar nicht so schlecht dastehen werden, die ich hier aburteile und richte. Aber es könnte umgekehrt auch so sein, dass die verurteilen und andere gegenüber ihre Richtersprüche haben, dass sich das einmal negativ für sich selbst ausschlägt. Das könnte sein. Sie glauben ja nicht, ich kann es ja jetzt sagen, was wir für Anfechtungen bekommen haben, dass wir den Josef Müller eingeladen haben. Das glauben Sie nicht. E-Mails, Anrufe, unterwegs angesprochen. Das könnt ihr nicht machen. Charismatiker, hat noch einen Hang, was weiß ich, zum Katholizismus oder so. Und dies und jenes der ist nie bekehrt und so weiter und so fort. Also es gab Situationen, kamen wir wirklich an unsere Grenze. Wir haben uns aber gegenseitig Mut gemacht und wir haben jetzt da das angepackt, das ziehen wir jetzt auch durch. Ich meine, wenn der Mann auch anders ist, vielleicht als andere, aber hat er nicht Jesus groß gemacht? Haben wir nicht gemerkt, Jesaja 53, dass Gott sich auch die Starken zur Beute nimmt? Was meinen Sie, wie viele Sachen ich hier schon gesagt habe? Wo ich im selben Moment wusste, aber ich konnte es nicht mehr korrigieren. So ein Käse. Hättest du nicht sagen dürfen. Irgend so einen blöden Spruch oder was einem so plötzlich hat, steht ja nicht auf dem Manuskript, oder? Ja. Oder nachher, dann sagen mir die Leute, Norbert, ja gut, das war gut, Botschaft gehalten, aber du hast da einen Satz gesagt, der hat mich so irritiert, da habe ich mich die ganze Botschaft mit beschäftigt, so negativ fand ich den. Und da habe ich von der Botschaft gar nichts mehr mitgekriegt. Ja, du kannst es nicht mehr gut machen. Ich kann da nur noch hingehen und mich an meine Brust schlagen und sagen, Herr Jesus, bitte, tut mir wirklich leid, ich habe einfach versagt. Ich weiß auch, ich habe ihn eben zitiert, John MacArthur. Ich meine, es gibt eine Bibel von ihm. Wir sehen nicht alles so wie er wahrscheinlich nicht so wie wir, das ist ja gut möglich, aber ich stelle den Mann doch als Christ nicht in Frage. Wir haben ihn auch persönlich kennenlernen dürfen. Und dann, seine Studienbibel ist meines Erachtens auch sehr gut. Und da hat er vielleicht 2 Punkte, 3 Punkte, die jetzt andere anders sehen können. Und ich sag Ihnen, was der Mann da erlebt, auch an Internetbeiträgen, die picken dann nur diesen kleinen Satz heraus und machen den ganzen MacArthur mit seiner ganzen Schule, machen die platt. Und man merkt, wenn man das liest, die haben den gar nicht verstanden. Die interpretieren das total verkehrt. Das hat er gar nicht so gemeint.
Sie wissen, was ich sagen will, ja? Schön. Nein, es ist, man hat immer wieder den Hang. Ich sag ja, ich muss da an meine, wenn ich hier rede, schlagen wir an unsere Brust, ne? An meine, ja. Ein Professor der Theologie, der wurde einmal gefragt: Herr Professor, ich habe das schon mal erzählt hier in der Gemeinde, Herr Professor, werden wir im Himmel unsere Lieben wiedersehen? Und der Professor antwortete und sagte: Ja, sicher, aber auch die anderen. Ja, habe ich nie vergessen dürfen. Habe ich nie vergessen. Wissen Sie, der Himmel, der ist kein Ort der Privatsphäre. Oh, jetzt sehe ich meinen Papa wieder, meinen lieben Papa, der schon 30 Jahre vor mir gestorben ist. Oder meine Mama oder meine Ehefrau. Im Himmel, in der Ewigkeit, sind ja diese Familienbanden auch nicht mehr so vorhanden. Ne? Da sitzt du vielleicht mit jemandem am Tisch, den du überhaupt nicht leiden konntest. Ne? Und der ist dir plötzlich ganz nah. Könnte ja sein. Stellen wir uns jetzt schon mal darauf ein. Wir sind eine Familie, ein Leib, ich habe es gesagt. Bedenken wir das, ja? So, ich möchte noch mal lesen, Römer 14, 4 nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Wie kommst du denn dazu, den Diener eines anderen zur Rechenschaft zu ziehen? Ob er mit seinem Tun bestehen kann oder nicht, geht nur seinem Herrn was an. Und er wird bestehen, denn sein Herr ist in der Lage, dafür zu sorgen. Fertig. Wir verurteilen nach unseren Kriterien, nach unserem Geschmack. Ja? Es gefällt uns nicht, wie sie oder wie er angezogen ist. Gefällt uns nicht. Oder der ist uns zu eng. Der ist uns zu weit. Ja? Der hat oder die hat ein anderes Bibelverständnis. Oder aus der Denomination, wo die kommen, das liegt mir überhaupt nicht. Und dann wird geredet, getratscht, hinterrücks erzählt, E-Mails geschrieben. Ich habe etwas Gutes im Neuen Testament gefunden. Und der Jesus ist ja immer unser größtes Beispiel. Und auch da lebt er uns vor, wie wir eigentlich Umgang miteinander haben sollten. Ich lese Ihnen dafür zwei Bibelverse. Der eine Lukas 9, 49, 50, das ist der erste Abschnitt. Das war folgende Situation. Johannes aber antwortete und sprach zu Jesus: Meister, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen und wir wehrten ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Also er folgt dir nach, aber nicht mit uns. Und dann haben wir uns ihm gegenüber gewehrt. Und Jesus antwortet jetzt und sagt: Wehrt ihm nicht. Denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Und der andere Vers, den ich lesen möchte, geht in die gleiche Richtung. Lukas 11, 23. Das sagt der Herr über die, die ihn ablehnten: Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und dann habe ich versucht, diese beiden Texte, ja, zusammenzubringen. Was bedeuten die dir jetzt in Harmonie? Und dann merkt man, worum es geht. Man muss ja nicht uns folgen, oder? Müssen ja nicht alle so sein, wie der Mitternachtsruf ist. Man muss nicht uns folgen, weil er dir nicht mit uns folgt. Er folgt dir zwar schon, aber er hat eine ganz andere Tradition, einen ganz anderen Hintergrund, eine ganz andere Denomination. Es geht doch nicht und so weiter und so fort. Ja? Kommt aus einem, was weiß ich, anderes Missionswerk. Die haben andere Aufgaben, die haben eine Einstellung, die haben vielleicht andere Schwerpunkte, Auffassungen.
Ich sage immer, wenn es nicht um heilsentscheidende Dinge geht, wehrt nicht, denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Das Kriterium ist Jesus. Das Kriterium ist Jesus. Wer hingegen deutlich gegen ihn ist, wer nicht mit mir ist, sagt er. Ja? Geht nicht darum, wer nicht mit euch ist. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Also der Punkt ist Jesus. Wenn jetzt jemand auch anders ist, ganz anders als ich oder als Sie oder als irgendeine andere Gemeinde oder was weiß ich auch, ja, oder Hauskreis oder was auch immer, aber es geht Ihnen um Jesus, lass Sie doch, auch wenn Sie ein bisschen anders sind. Solange Sie sich nicht wirklich gegen Jesus richten und gegen seine Lehre. Darum geht es. Der Freddy, das war doch, was war das, 1. Johannes, nee, 2. Johannes 2 oder was? 1. Johannes 2, ja, und da habe ich verkehrt aufgeschlagen, wie ich so bin. Und ich hatte dann aus Versehen 2. Johannes aufgeschlagen, aber es war auch nicht so schlecht, weil da stand, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. In der Lehre Christi, da müssen wir bleiben. Aber in diesen Detailfragen, ja. Da habe ich auch noch einen Spruch gelesen. Wenn du nach Fehlern suchst, benutze einen Spiegel und kein Fernglas. Ja. Paulus schreibt, hören wir doch auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Ich hatte dieser Tage mit meiner Frau, übrigens manche fragen, wo ist denn ihre Frau, wo ist denn ihre Frau? Sie hat ein ziemlich starkes Rückenleiden, meine Frau. Und wir sind dankbar, dass sie noch nicht im Rollstuhl sitzt. Und sie kann hier kaum sitzen. Und dann steht sie öfters drüben im Übertragungssaal. Oder bei uns zu Hause und schaut Fernsehen. Hallo Elke. Das ist der Grund, nur dass Sie das wissen. Und wir hatten einen Morgen, hatten wir Andacht und wir lesen gerade von Dillenburg so ein Andachtsbuch. Und da war jetzt einen Morgen eine Andacht und die ging mir auch so zu Herzen. Da hieß es nämlich, unter anderem schrieb da jemand, am 17. April war das, ich zitiere, andere kämpfen gegen Wertezerfall und sind blind dafür, dass ihre Beziehung zu Gott zerfällt, weil sie nur noch für ethische Dinge streiten. Wieder andere kämpfen für biblische Wahrheiten verschiedener Endzeitauslegungen, Bibelübersetzungen oder geistliche Lieder und vergessen, dass sie aufgerufen sind, ihre Brüder und Schwestern und damit auch den Herrn zu lieben. Im Bestreben, radikal für den Herrn und seine Sache zu kämpfen, gleitet man allzu leicht auf einen falschen Weg, der in die Irre führt. Eifer ist gut, Radikalität ist gut, aber besser ist es, wenn wir eine radikale Beziehung zum Herrn Jesus halten und pflegen. Bete dafür, dass es dir in Zukunft nicht mehr um eine Sache, sondern um ihn, um seine Person geht. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Praxis, wie das so gehen kann. Der Theologe damals in der Geschichte, in der Kirchengeschichte, der Theologe Erasmus von Rotterdam diskutierte mit Martin Luther, aber nur auf schriftlichen Weg. Die haben sich nie getroffen, die haben sich nie mal zusammengesessen. Erasmus von Rotterdam, ich denke, der kam aus Holland, ja? Rotterdam, ne? Und der Luther, deutsche Eiche, ja. Und die haben sich nie getroffen, nie mal zusammengesessen, unter vier Augen mal einen Kaffee getrunken zusammen oder so und sich unterhalten. Ne? Die hatten verschiedene Meinungen, beide waren Reformatoren. Aber Erasmus vertrat die Meinung des freien Willens des Menschen. Ja? Jeder Mensch hat seinen eigenen freien Willen und muss sich entscheiden. Martin Luther hingegen glaubte an die Prädestination.
Erasmus war auch Reformator, aber er setzte auf eine gemäßigte Reformation. Luther hingegen auf eine harte. Und dann schrieb einmal der Erasmus seinerzeit an Martin Luther Folgendes: Meines Erachtens kommt man mit bescheidenem Anstand weiter als mit Sturm und Drang. Und der Luther dann in seiner höflichen Art, bescheidenen Anstand, schrieb dann dem Erasmus zurück: Wer den Erasmus zerdrückt, der wirkt eine Wanze und diese stinkt tot noch mehr als lebendig. Ja, so kann man es auch machen, ne? Und ich glaube, dass beide im Himmel sind. Da können Sie sich jetzt zusammensetzen. Ich glaube, dass beide im Himmel sind. Das wird alles mal beurteilt, ihr Lieben. Das muss geklärt werden. Wenn Bergsteiger, nehmen wir mal an, vier Bergsteiger, wir leben hier in der Schweiz, schöne Schweiz, ja? Wenn vier Bergsteiger von vier verschiedenen Seiten auf einen Berg steigen, dann haben sie dasselbe Fundament, denselben Berg. Sie haben auch dasselbe Ziel, nämlich den Gipfel. Ja? Das Ziel ist dasselbe, das Fundament ist dasselbe, der Berg ist ein und der gleiche. Oder ein und derselbe. Aber die steigen von vier verschiedenen Seiten da hoch und jeder hat natürlich eine andere Aussicht. Ne? Und der eine sagt, ja, ich habe das und dies gesehen und dies gesehen. Der andere sagt, ja, du bist ja verrückt. Ich war doch selber auf dem Berg. Ja? Ich habe ganz was anderes gesehen. Oh ja, danke. Habe ich vergessen, sehen Sie? Ja, ich habe doch ganz was anderes gesehen. Und dann kriegt man sich in der Wolle. Es wird immer, solange es Theologie gibt, solange es die Bibel gibt, ich spreche von Nebensächlichkeiten, ja, auch von dogmatischen Nebensächlichkeiten, die kann es durchaus geben. Und die wird es, und die gab es schon immer und die wird es auch immer geben, bis wir tatsächlich dann entrückt sind. Und dann werden wir alle am Ziel sein. Und vielleicht wird der Herr dann auch sagen, ihr habt eigentlich alle recht gehabt. Warum habt ihr euch so gestritten? Ich bin doch mit euch allen zurechtgekommen. Spurgeon sagte, geh nicht mit zwei geballten Fäusten durch die Welt, bereit zum Kampf, einen theologischen Revolver am Hosenbein tragend. Der hatte auch so eine schöne Sprache, ne? Der Spurgeon, der Fürst unter den Predigern. Also es gibt etwas, und damit schließe ich jetzt auch, es gibt etwas, das ist höher als jede Erkenntnis. Was ist das? Epheser Kapitel 3, Vers 19. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das ist das Ziel Gottes mit uns. Die Liebe, das andere ist das Machwerk, aber wenn die Liebe das ist, was uns prägt, da kommen wir viel besser miteinander zurecht, ne? Auch wenn der andere einen anderen Charakter hat und ja, eine Sache vielleicht anders machen würde oder anders anpacken würde als ich. Die Liebe ist das größte Gebot. Und ich möchte dann nochmal zurück zu dem ersten Vers. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Alle. Und jeder für sich. Und weil das so ist, wollen wir miteinander das große Ziel erreichen und unsere Mitmenschen und Gemeinde Jesu bauen. Amen. Ja, ich spreche auch noch mal ein Gebet, bitte, ja. Ja, lieber Vater, du bist so gut.
Du hast deinen Sohn Jesus Christus für alle Menschen gegeben. Für die Allerniedrigsten, wo wir vielleicht sagen würden, Unwertesten, mit gleicher Liebe, mit gleicher Barmherzigkeit hast du das getan. Und diese Liebe soll uns prägen, Herr Jesus. Du hast ja gesagt, dass wir einander lieben sollen, wie du uns geliebt hast. Lehre mich das, Herr. Ich weiß, dass ich da noch viel lernen muss, wirklich viel lernen muss. Wie schnell übersieht man einen Menschen oder ist kurz angebunden oder ungeduldig, und hilf einfach, Herr. Du siehst, ich glaube, das wollen wir alle, eben. Wir wollen, auch wenn wir nicht immer so können, aber wir wollen. Hilf uns, Herr. Danke dafür. Amen.